Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered. So, aber 7, 6. Da war 5. Also hier rennen musst. Hä? Um welchen Fleißer? Hä? Muss ich das verstehen? Das kann ich hier. So viel zum Thema. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Miss Tunicum. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Soll denn der sein? Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Wir haben uns geirrt. Ah? Was ist das? Ist jetzt woanders? Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Was ist das? Das hab ich gehört. So komm ich nicht an dich ran. Oh. Ach, falsch. Wo soll der Typ sein, den wir da fangen sollen? Ich bin ein wenig verwirrt. Okay, zack. Okay, Moment. Ja. Kann das der hier sein? Vitro-Splicer erhöht,
Blutschaden, Nitro-Spices sind anfällig für Antiperson, okay. Ich höre ein Dings. Da ist noch ein. Wo ist die Little Sister? Da ist sie nicht. Da ohne eine Little Sister rumgelaufen? Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzten, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner von dem bolschewistischen Gift zu trinken, das Roosevelt und seine Partei. Wir können uns den Kontaktbomben machen. Ich meine, da liegen überall welche rum. Ja, ich habe keine Ahnung, Zimmer Nummer 5. Der dritte ist ein Jetportal. Keine Ahnung. Hätte sein können. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal. Was war das? Der dritte ist im Jet Postel. Wo ist Jet Postel? Ich gehe einfach mal dahin zurück und dann da durch die Tür und gucken, was da passiert. So. Weil wie gesagt, ich finde hier niemanden und nichts. Ich bin gerade falsch gelaufen. Ah, hier komme ich wieder raus. Jesus liebt mich, weiß ich, was in der Bibel steht. Er nimmt sich. Der Schmuggler ist in Ordnung. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Jupp. Keine Zeit dazu.
Und wie komme ich da hin? Mich gar nicht. Hä? Immer nicht hoch oder generell zurück? Gibt es noch einen anderen Weg? Jetpostel, da lang. Den habe ich ja schon von hier. Ich glaube, das Spiel hat gerade irgendwie einen Hänger oder ich bin einfach zu doof. Mit Hilfe von Sicherheitsschaltern können Sie sowohl jede aktive Sicherheitsalarm als auch... Ah, okay, das ist so. Okay. Ups. Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht weiter, wo ich hin muss. Okay, ich gehe mal einfach weiter geradeaus und dann... Geht auch nicht. Oder? Nee, ich komme nirgendwo hin. Kommt man gerade einfach nirgendwo mehr hin. Das ist jetzt scheiße. Ich komme nicht geradeaus, ich komme auch nicht woanders hin. Ich kann nur da hinten runter. Der kann ich nicht. Das bringt mir herzlich wenig. Ja. Schön. Der dritte. Die Verwendung Zimmer 5. Da war ich jetzt drin gewesen und den konnte ich nicht fotografieren. Wollte ich mich verarschen oder was? Ja, hier ist nun mal nichts. Hier ist niemand. Und das ist Zimmer Nummer 5, oder? Ja. Kann die Sappe. Thank you.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin jetzt gerade total verwirrt. War das der vielleicht? Nö. Verwirrt. Ich bin eindeutig verwirrt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte. Es hilft mir aber nicht weiter. Ach, Heidi Sabla. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist doof und nicht so toll. Ah, schön. Ich bin nix. Für alles rein gar nichts hier. Bist Hände weg von meinem Kind! Musst du da jetzt Pleister hier töten, bis ich den richtigen habe oder was? Entschuldigung.
Also ich glaube, wir irren jetzt die ganze Zeit nur rum, weil ich die einfach nicht die. Weil ich was, glaube ich, was falsch gemacht habe einfach. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber irgendwas muss ich verkehrt gemacht haben. Hat sich das Spiel auch nochmal hängt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf einmal los war. Aber ich mache hier mal ganz kurze Pause. So, wir sind wieder zurück. Er hat vor längerer Zeit nicht mehr gespeichert, deswegen, ja. Aber ein paar Punkte weniger. Vor allen Dingen Alan weniger. Oh, das gleiche Problem immer noch. Dass wir in Zimmer 5 sind und den Typen nicht finden. So. Wo ist es denn? Da. Hey, ich weiß einfach nicht, was ich tun muss. Ich finde einfach den Weg hier nicht mehr. Entschuldigung. Und hier ist auch für mich nichts zum Fotografieren. Ich komme auch nicht zurück mehr. Deswegen bin ich ein wenig verwirrt, was ich tun soll. Mehr wie das hier, was ich gerade tue, kann ich nicht machen. Das ist sehr verwirrend. Das ist mega verwirrend gerade für mich. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass ich irgendwas anders machen kann. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fischeries das Blut abgesaugt.
Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Jo, das haben wir ja schon mal hier gesehen. Schmeißen wir mal in die Bank, aber so kann echt nicht keinen Weg sehen oder finden. Also irgendwas mache ich falsch und ich weiß nicht, was es ist. Muss verrecken, weiß ich es einfach nicht. Deswegen werde ich jetzt, denke ich mal, auch langsam erstmal... Ich werde hier mal speichern. Und... wahrscheinlich irgendwann mal im Internet nachgucken. Ich werde die Folge ein bisschen früher beenden. Weil ich weiß echt nicht, ich will sonst irre ich die ganze Zeit noch hier rum. Und das ist ja eigentlich auch nicht so das wahre Sinn und Zweck der Sache. Probieren wir mal einfach aus. Ja, ich sehe jetzt wirklich nichts, was ich tun kann. Nein. Nein, ich sehe nichts. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, würde sagen, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!